Dies ist jetzt schon das vierte Video, in dem wir einen kleinen Computer bauen, nämlich die Big Coffee Maschine. Hier sehen wir den Schaltplan, wie weit wir bisher gekommen sind. Und in diesem Video werden wir jetzt damit zu Ende kommen. Ja, das heißt, heute machen wir die letzte Modifikation an der Hardware und danach kann die Maschine alles, was sie können muss. Und die große Frage ist jetzt natürlich, wo liegt denn hier das Problem? Was müssen wir an der Maschine noch verändern? Und das Problem liegt genauer gesagt hier an diesem Eingang, an dem Adresseingang vom Data Memory. Da, wo wir einstellen, auf welche Speicherzelle wir zugreifen wollen, die ist im Moment hier verbunden mit dem C aus dem Programm Memory. Bisher gibt es also keine Möglichkeit, im Laufe eines Programms zu berechnen, auf welche Speicherzelle wir im Data Memory zurückgreifen wollen. Und das brauchen wir aber unbedingt, zum Beispiel für komplexe Datenstrukturen. Solange man nur einzelne Zahlen speichern oder miteinander verrechnen will, reicht es natürlich für diese Zahlen jeweils aus, eine einzelne Speicherzelle zu reservieren und dann die Zahl dort hineinzuschreiben. Sobald man aber mehrere Zahlen hat, zum Beispiel eine Liste von Zahlen, die man abarbeiten will, dann muss man sich darum kümmern, wie man dann die verschiedenen Zahlen in verschiedene Speicherzellen verteilt. Das heißt, man muss sich über die Organisation der Daten im Speicher Gedanken machen. Das heißt, man muss sich überlegen, wie man die Daten im Speicher strukturieren will, welche Art Datenstruktur man verwenden will. Und da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Eine ganz einfache ist, dass man sagt, jetzt habe ich hier eine Liste von Zahlen, die lege ich einfach hintereinander liegende Speicherzellen in das Data Memory. Das nennt man dann ein Array oder auch auf Deutsch ein Feld. Ja, also hier haben wir 1, 2, 3, 4 Zellen im Data Memory hintereinander liegen. Das ist also ein Array der Länge 4. Wenn ich nachher Programme schreiben will, die auf verschiedene lange Arrays auch funktionieren, kann ich anstatt hier ein Array der festen Länge irgendwo vorzusehen, mir auch die Länge dann in einer anderen Zelle noch speichern. Hier zum Beispiel an der Stelle 8 habe ich die Länge des Arrays hier, was an der Speicherzelle 2 losgeht, abgespeichert. Verschiedene Zellen können also miteinander in Verbindung stehen, indem sie einfach hintereinander im Speicher liegen, also aufsteigende Nummern in ihren Adressen haben. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit. Man kann in Speicherzellen natürlich, anstatt einfach irgendwelche Zahlen zu speichern, auch Adressen speichern, also Adressen im Data Memory. Hier mal so ein Beispiel. Ja, also hier an der Stelle 2 im Data Memory habe ich eine 5 stehen. Und die 5 ist jetzt gedacht als die Speicherung einer Adresse, ja, nämlich diese Adresse hier von dieser Speicherzelle 5. Speicherzellen wie diese hier, die Adressen von anderen Zellen speichern, kann man auch als Zeiger interpretieren. Ja? Also diese Zelle hier an der Adresse 2 enthält die 5 und da es eine Adresse von einer anderen Speicherzelle sein soll, nämlich von dieser hier, können wir auch sagen, diese hier zeigt auf diese hier. Und wozu kann man sowas brauchen? Ja, hier habe ich schon angedeutet, zum Beispiel um sogenannte verkettete Listen zu bauen. Hier sehen Sie immer, gibt es zwei Elemente, die direkt hintereinander stehen. Das heißt sozusagen ganz kurze Arrays der Länge 2. Und das erste in diesen Elementen ist immer das, was ich speichern will, irgendein Listenelement, da können irgendwelche Zahlen drin sein. Das zweite ist jetzt nicht irgendwas, sondern das ist tatsächlich der Zeiger auf das nächste Listenelement. Das heißt, hier ist das erste Listenelement grün umrandet und das zeigt durch diesen zweiten Eintrag, wo die 5 drin steht, eben auf die Stelle 5 und da beginnt das zweite Listenelement. Hier steht dann das zweite, die zweite Wert in der Liste drin und dann danach direkt in dem zweiten Teil des Listenelements dann eine 8 und da ist dann der Zeiger wieder auf das nächste Listenelement, das ist hier wieder an Zelle 8 und 9 und von der Zelle 9 könnten wir dann wieder einen Zeiger auf das nächste Listenelement setzen und so weiter. Diese Art von Datenstrukturen braucht man in der Algorithmik an allen Ecken und Enden. Deswegen muss unsere Big Coffee Maschine natürlich damit auch umgehen können. Und in beiden Fällen ist es dafür nötig, dass man Adressen ausrechnet. Also nehmen wir zum Beispiel hier wieder das Array als Beispiel. Wir haben hier dieses Array, was an der Adresse 2 losgeht. Und jetzt sagen wir mal, wir wollen einen Algorithmus bauen, der hier durchläuft und Zahlen hineinschreibt. Dann wollen wir irgendwo eine Laufvariable haben, die zum Beispiel sagt, jetzt will ich das 0. Element, das 1., das 2., das 3. Element. Und dann möchte ich entsprechend auf diese verschiedenen Speicherzellen zugreifen wollen. Und zwar ohne explizit in den Code zu schreiben, jetzt will ich Speicherzelle 3, 4 und 5 haben, sondern ich möchte natürlich ausrechnen, können, wo das so und so vierte Element steht. Ja, den Anfang plus dann die Position des Elements innerhalb dieses Arrays und dann habe ich die Adresse, auf die ich zugreifen möchte. Und ein anderes Beispiel sehen wir natürlich hier unten. Wenn ich hier bei diesem Listenelement bin und dann zum nächsten Listenelement übergehen will, dann will ich ja diese 5 auslesen und zwar aus dem Data Memory und dann hier
das nächste Mal die Zelle an der Stelle 5 lesen. Diese 5 hier ist aber im Data Memory gespeichert und nicht im Programm Memory. Ja, bisher kriegt die Bitcoffee-Maschine aber immer aus dem Programm Memory die Adressen. Das heißt, im Moment haben wir noch gar keine Möglichkeit, hier einen Wert auszulesen, dann zu sagen, das soll die Adresse sein, aus der wir als nächstes lesen wollen. Wo müssen wir jetzt also ansetzen, damit wir dieser Maschine die Möglichkeit geben, dass sie auch Adressen woanders herbekommt? Ja, wir müssen diese Leitung hier entfernen. Die muss weg. Ja, also hier muss was anderes rein. Was muss da rein? So eine Art Schalter, der mir die Möglichkeit gibt, zu entscheiden, möchte ich das C als Adresse verwenden? Das soll weiterhin natürlich möglich sein, dass ich hier dieses C tatsächlich in den Adresseingang vom Data Memory setze. Oder will ich was anderes hineinspeichern? Ja, und was benutzen wir dafür? Natürlich wieder einen Multiplexer, so wie wir hier unten einen für den Eingang Y hatten und hier einen für den Eingang von dem Programm Counter P, brauchen wir jetzt eben hier einen Multiplexer für den Eingang A, wir nennen ihn dann eben A-MUX, also Adresseingang-Multiplexer. Und dieser A-Multiplexer hat jetzt zwei Eingänge, nämlich hier 0, das verbinden wir mit dem C. Das heißt, wenn wir an CA, also dem Kontrolleingang vom A-Multiplexer, C steht für Kontrolle, wenn wir dann eine 0 einsetzen, dann funktioniert die Maschine genauso wie vorher. Wenn jetzt das CA aber 1 ist, dann wird hier der andere Eingang durchgeschaltet an den Adresseingang von dem Data Memory. Und jetzt müssen wir uns überlegen, was kommt denn hier jetzt rein? Was setzen wir denn hier an? Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, an die man hier denken könnte. Zum einen könnte man sagen, ja, lass uns einfach das X nehmen. Wir könnten also dann in unserem X-Register eine Adresse berechnen und dann sagen wir in einem speziellen Befehl, wo dann das C auf 1 gesetzt wird, ja, jetzt nimm diesen Wert von dem X als Adresse und lade dann aus dem Data Memory einen Wert heraus und den kann man ja dann im nächsten Schritt in das X hineinspeichern. Für das Laden von Werten aus dem Data Memory könnte man das tatsächlich so tun. Beim Speichern wird es aber blöd. Dann sehen Sie, dann hätten wir zum einen nämlich den Ausgang von dem X mit dem Adresseingang von dem Data Memory verbunden und zum anderen aber auch mit dem Data Im von dem Data Memory. Das heißt, die einzige Zahl, die ich an einer bestimmten Speicherzelle schreiben kann mit dieser Methode, wäre dann genau die Adresse. Und das macht natürlich keinen Sinn. Ich möchte natürlich beliebige Zahlen an errechnete Adressen speichern. Ja, und hier bleibt uns jetzt gar nichts anderes übrig. Wir müssen ein weiteres Register einfügen. Bisher haben wir ja nur X und P. Ja, und jetzt reicht uns das nicht mehr. Wir brauchen ein weiteres Register, was dazu dient, um Adressen zu speichern. Deswegen nenne ich es A. A wie Adresse. Also hier habe ich es jetzt eingefügt. Das ist unser neues Register. Hat genau die gleiche Breite wie X und P. Ja, also N-Bit breites Register. Wird dann hier gesteuert mit dem WA. Das heißt, das WA ist das Schreibesignal für das A-Register, da kann ich bestimmen, ob ich es beschreiben will oder ob ich es einfach lassen möchte und nicht überschreiben will. Und dann wird es hier weitergeleitet in den A-MUX. Und wenn ich jetzt CA auf 1 setze, kann ich also den Inhalt des A-Registers mit dem Adresseingang von DM verbinden und dann die entsprechende Adresse, die in dem A-Register gespeichert ist, eben verwenden, um dann in Data Memory eine bestimmte Zelle auszulesen. Da muss man natürlich noch klären, wie kriege ich jetzt dann die Adressen hier in das A-Register hineingeschrieben. Ja, da brauche ich wieder spezielle Befehle und ich habe es so gelöst, dass es genau der gleiche Eingang ist wie der vom X. Ja, also es kommt aus der ALU ein Wert heraus und diesen Wert kann ich dann also, wenn ich das WX Signal auf 1 setze, in das X-Register schreiben. Oder ich kann auch, wenn ich das WX auf 0 lasse und stattdessen das WA auf 1 schreibe, auch diesen Wert in das A hineinschreiben. Und das gibt mir also die Möglichkeit, jetzt auch Befehle zu erzeugen, die Werte in das A-Register schreiben. Welche neuen Instruktionen wir jetzt damit bauen können, das schauen wir uns gleich an. Erstmal müssen wir uns aber Gedanken machen, wie wir diese zwei neuen Steuersignale hier unterbringen. Ja, wir haben hier ein CA und ein WA. Die beiden Signale muss ich jetzt natürlich hier unten einfügen und dann habe ich insgesamt 11 Bits und ich habe mal hier die an diesen beiden Stellen zusätzlich eingefügt, also einmal vor und einmal nach dem C-ALU. Ich hätte es natürlich auch irgendwo anders einfügen können. Wichtig ist nur, dass wir jetzt eben diese zwei neuen Bits hier, das WA und das CA, in unserem Opcode haben. So, und hier sehen Sie jetzt ein paar Operationen, die diese Maschine kann und die neuen, die jetzt speziell dieses Adressregister verwenden, habe ich hier rot markiert und damit Sie auch die zwei neuen Steuerbits hier erkennen können, das WA und das CA, habe ich hier auch in dem Opcode das entsprechend eingerichtet. Alle Operationen, die die Maschine bisher konnte, kann sie auch weiterhin, nämlich dann, wenn wir diese beiden Bits hier, das WA und das CA, jeweils auf 0 setzen. Das heißt, der LDXC-Befehl, der eine Konstante nach X lädt, das ist dieser Effekt hier, den gibt es natürlich weiterhin und das ist einfach der Opcode von vorher mit hier diesen beiden Bits auf 0 gesetzt. Das gleiche gilt für den LDX-Befehl, der einen Wert
von einer Speicherzelle aus DM liest, die ich im Programm angebe. Ja, also von DM von C liest er einen Wert ein und setzt ihn nach X. Das ist der LDX-Befehl. Da sind ja auch diese beiden Bits auf 0. Und jetzt brauche ich natürlich den Befehl, der das C hier ersetzt durch den Inhalt des A-Registers. Ja, dafür habe ich das A-Register ja gebaut. Und was muss ich da machen? Naja, genau, ich muss dieses CA hier auf einsetzen. Das heißt, der A-Multiplexer muss jetzt umswitchen. Vorher hat er das C genommen und jetzt muss er den Eingang von dem A verwenden und durchleiten. Und dann habe ich hier natürlich noch dieses CY, das wählt aus, welcher Wert jetzt da an das Y herankommt, und den brauche ich nicht. Ja? Im Moment ist an der Stelle nämlich der Eingang von der ADU völlig egal. Hier wird das C überhaupt nicht verwendet, deswegen kann ich das hier auf 0 setzen, kann es aber auch auf 1 setzen. Ja? Es wäre in diesem Fall hier der gleiche Effekt, es wäre ein LDXA-Befehl. Ja? Also lade das X-Register, und zwar nicht mit der Konstante, auch nicht einfach an einer konstanten Adresse, sondern eben von der Adresse A aus dem Data Memory. Das gleiche gilt natürlich jetzt auch für die Befehle, mit denen ich Werte in den Speicher abspeichere. Also die StoreX-Befehle, das ist STX hier, den hatten wir bisher auch. Da speichere ich einfach an die konstante Adresse C einen Wert ab, nämlich der im Moment in X steht. Und Sie sehen hier wieder folgerichtig beide neuen Bits auf 0 gesetzt. Und sobald ich das zweite Bit hier, das C auf 1 setze, nimmt wieder der A-Multiplexer den anderen Eingang, also den Ausgang von dem A-Register als Adresse. Und dann ist das der Effekt hier, ja? Also DM von A wird jetzt überschrieben mit dem Wert von X, und dann nenne ich diesen Befehl eben STXA. Und jetzt brauche ich natürlich noch eine dritte Kategorie von Befehlen, die sind alle neu, nämlich Befehle, mit denen ich das A-Register überhaupt laden kann, also Werte in das A-Register hineinschreiben kann. Was kann ich da machen? Ja, ich kann zum einen, genau wie ich hier einen LDXC-Befehl habe, auch hier einen LDAC-Befehl mir überlegen. Das heißt, ich speichere tatsächlich in dem Programmcode eine Adresse, die ich dann in das A hineinschreibe. Ob man einen solchen Befehl tatsächlich braucht, sei mal dahingestellt, aber auf jeden Fall können wir ihn hier einführen, und das ist jetzt der Opcode. Ja, also hier setze ich jetzt das WA auf 1, natürlich, ja, weil ich ja jetzt das A überschreiben will. Das WX, das ist das zweite Bit hier vorne, das bleibt natürlich auf 0. Hier oben war es noch auf 1 gesetzt, ja, deswegen ist das ein LDXC-Befehl hier in der ersten Zeile. Und hier unten setze ich einfach ein anderes W-Bit. Ja, also statt WX setze ich jetzt WA, und jetzt wird aus dem LDXC-Befehl ein LDAC-Befehl, das, was unten aus der ALU herauskommt, das ist ja einfach die Konstante C, die ich durch die ALU durchleite, wird jetzt hineingeschrieben in das A-Register. Und das Spiel kann ich jetzt natürlich auch weiterführen. Genau wie einen LDX-Befehl kann ich auch einen LDA-Befehl nehmen. Da wird eben nicht die Konstante geladen, sondern DM von C. Das macht schon wieder ein bisschen mehr Sinn. Ja, genau den Befehl brauche ich, wenn ich jetzt so einen Zeiger verfolgen will. Ja, dann muss ich LDA machen. Ich habe irgendwo im Speicher eine Adresse geschrieben, und die muss ich jetzt in den Adressregister hineinschreiben, damit ich dann als nächstes dort mein X-Register zum Beispiel von dieser Adresse ausladen kann. Also hier habe ich den LDA-Befehl, und das ist vom Opcode her natürlich genau das gleiche wie der LDX. X-Befehl mit dem Unterschied, dass hier vorne natürlich andere W-Bits gesetzt sind, also nicht WX, sondern WA ist auf 1 gesetzt, und ist das insgesamt der Code für den Befehl. Und jetzt habe ich hier noch einen weiteren Befehl, und der wird sich gleich als ungeheuer nützlich erweisen, den nenne ich S2A, also Sum to Address, berechne eine Summe und speichere das Ergebnis in dem A-Register. Und hier sehen Sie den Effekt, also ich nehme den Inhalt von dem X-Register, addiere eine Zahl C drauf, das ist also sowas wie ein ADDC-Befehl, aber das Ergebnis wird nicht in X gespeichert, wie bei dem Addier-Befehl, den ich vorher hatte, sondern in A. Hier ist das WX auf 0 gesetzt und das WA auf 1. Hier habe ich 0001 als Eingabe für die ALU, ja, als C-ALU habe ich das auf 1 gesetzt, denn das ist ja genau der Code für ALU, bitte addiere. Außerdem setze ich hier das CA auf 0, das habe ich bei allen diesen Befehlen gemacht, denn an keinem dieser Befehle ist das Data Memory wirklich beteiligt. Ja, ich lese da ja bei diesen Instruktionen gar nicht das A aus und verwende es als Adresse, deswegen setze ich das auf 0. Ich könnte es auch auf 1 setzen, spielt keine Rolle, Data Memory wird an dieser Stelle bei diesen Instruktionen ja gar nicht verwendet. Wichtig ist aber das nächste Bit hier, ja, also das dritte von rechts, das ist das CY-Bit, und das muss ich bei dem Befehl natürlich jetzt auf 0 setzen, genau wie hier oben bei dem LDAC-Befehl, damit ich die Konstante C direkt als Operand verwende, also hier X plus C rechne und nicht X plus DM von C. Ja? Wenn ich so einen Befehl haben wollte, der X plus DM von C berechnet und dann nach A speichert, dann müsste ich hier eben dieses CY-Bit auf 1 setzen. Brauche ich aber an der Stelle nicht, denn mit diesem Befehl hier komme ich im Weiteren aus.
Für diesen Befehl S2A werden wir jetzt hier gleich ein Beispiel uns anschauen, wo wir sehen können, dass der nützlich ist. Es ist nämlich genau der Befehl, den man braucht, um durch ein Array iterieren zu können. Hier habe ich im Beispiel mal hingeschrieben, sehen Sie, das ist wieder Data Memory und hier habe ich jetzt ein Array eingefügt, hat die Länge 4, die Länge speichere ich hier in dieser Speicherzelle an der Adresse n, ja, also was auch immer n ist, wo ich das auch immer hingelegt habe, an der Stelle dm von n führt eben die Länge des Arrays und es fängt an der Zelle dm von s. Ja, also ich muss nur wissen, wo fängt es an und dann muss ich woanders gespeichert haben, wie lang ist es. Dieser Algorithmus tut jetzt Folgendes, er läuft durch das Array durch, von vorne bis hinten, also von Zelle 0, Position, dann 1, 2, 3 und so weiter und schreibt jeweils eine Zahl hinein, nämlich 0, 1, 2, 3 und so weiter. Das heißt, hier soll eine 0 stehen, hier soll eine 1 stehen, hier eine 2, hier eine 3 und so weiter. Ich könnte nämlich hier auch eine größere Zahl als 4 schreiben. Ja? Ich hätte da irgendeine beliebige Länge von einem Array hineinschreiben, dann würde dieser Algorithmus ebenfalls funktionieren. Ich muss natürlich aufpassen, dass das Array nicht hier über diese Speicherzellen hinweg geht, wo ich mir meine anderen Werte drin merke. Ja, also die Länge und hier diese Laufvariable i dürfen nicht überschrieben werden. War jetzt ein bisschen ungünstig, die hinten dran zu legen. Ich hätte die vorne dran legen können. Auf jeden Fall, ich muss dafür sorgen, dass das Array sich nicht überlappt mit den anderen Speicherzellen, die ich für den Algorithmus brauche. Und dann funktioniert er aber egal, was ich hier für einen Wert hineinschreibe. Gehen wir also das Programm mal Schritt für Schritt durch. Hier ist mein aktueller Programmzähler, fängt hier vorne am Programm an. Der lädt jetzt mit einem LXC0-Befehl eine 0 in das X-Register. Also hier steht jetzt eine 0 und dann wird der nächste Befehl ausgeführt. Und der speichert genau diese 0 jetzt an die Speicherzelle i mit der Adresse i im Data Memory. Das ist meine Laufvariable hier, ja, die wird 0, 1, 2, 3 und so weiter, die läuft dann hier durch das Array durch und das habe ich jetzt mit diesen zwei Zeilen hier, zwei Befehlen hier erstmal auf die 0 initialisiert und jetzt sehen Sie, hier kommt nachher die Schleife rein, ja, von hier unten ist Jump Loop, springe ich hier oben hin und werde in jedem Schleifendurchlauf jetzt eine Zelle in dem Array auf einen neuen Wert setzen. Am Anfang ziehe ich erstmal das n ab, ja, warum mache ich das? Ich möchte wissen, bin ich denn am Ende des Arrays bereits angekommen? In n steht die Länge drin. Ja? Ich ziehe jetzt also von der 0, die hier drin steht, ich habe ja noch die Laufvariable hier in dem X-Register drin, ziehe ich die 4 ab. Was kommt da heraus? Na, natürlich 0 minus 4 ist minus 4 und das ist nicht gleich 0. Das heißt, der BZ-Befehl stoppt jetzt die Schleife noch nicht. Ja, wir haben ja noch viel zu tun, wir müssen noch alle 4 Werte hier reinschreiben. Das heißt, es geht erstmal weiter und ich lade jetzt erstmal wieder das i in das x. Das habe ich ja jetzt gerade hier zerstört. Eben war noch das i drin, also die 0, ja, habe ich hier drin gehabt, habe aber dann ja das n abgezogen. Das heißt, jetzt muss ich hier an der Stelle erstmal wieder die Laufvariable hineinschreiben. So, und jetzt kommt der Spezialbefehl S2A. Was macht er nochmal? Ja, der nimmt den Inhalt vom X-Register, das ist die 0, und addiert einen Wert drauf, eine Konstante, die ist hier gegeben, das ist das S. Ja, und wichtig ist es nicht dm von S, was addiert wird, nicht das, was hier, steht da noch gar nichts drin, ja, was auch immer da drin steht, wird nicht dazu addiert, sondern die Adresse S wird dazu addiert. Das heißt 0 plus S, also S wird jetzt in das A-Register geschrieben. Jetzt ist das A sozusagen eine Art Zeiger auf das S-Register. Ja, wir wissen jetzt, dort wollen wir hineinschreiben und genau das passiert jetzt im nächsten Befehl. Jetzt kommt der STXA-Befehl, das heißt, speichere den Wert von X, also diese 0, im Data Memory und zwar an der Adresse, die in dem Adressregister A steht. Das heißt, an dieser Stelle, da schreibe ich jetzt also die 0 hinein. Das ist genau das, was ich wollte. Ich wollte hier, dass hier eine 0 reinkommt, hier eine 1, hier eine 2 und so weiter. Jetzt habe ich also diese Zelle geschrieben. Jetzt muss ich meine Laufvariable um 1 erhöhen. Das mache ich hier. Ich addiere erstmal eine Konstante 1 auf meinen Wert in dem X-Register und dann speichere ich im nächsten Befehl diese 1 hier oben auch in der Laufvariablen i und dann habe ich dort jetzt die 1 stehen und nun bin ich fertig mit dem ersten Schleifen durchlaufen. Jetzt kommt der unbedingte Sprung, der Jump-Befehl hier oben. Und sehen, ich habe jetzt wieder dafür gesorgt, dass die Laufvariable im X-Register steht. Die muss ich nicht nochmal laden. Es ist tatsächlich, das i steht hier in dem x schon drin. Das heißt, jetzt kann ich direkt wieder abziehen. Ich kann die Länge wieder abziehen. 1 minus 4 ist minus 3. Bin also noch nicht fertig mit der Schleife. Der BZ-Befehl zieht noch nicht. Er läuft einfach weiter in den nächsten Befehl. Jetzt lade ich wieder die 1 in das x hinein. Und jetzt kommt wieder S2A. Also nochmal, was macht er? Er nimmt den Inhalt von x, also die 1, und addiert
S hinzu, die Adresse, Anfangsadresse von dem Array und speichere das Ergebnis hier in dem A-Register, also hier steht hier 1 plus S oder auch S plus 1. Ja? So, also hier steht jetzt S plus 1 und das ist genau die Adresse von diesem zweiten Feld in dem Array. Und im nächsten Befehl werde ich jetzt also den Wert, der im X-Register steht, das ist diese 1, hier an dieses zweite Feld im Array hineinschreiben. Dann steht hier eben auch die 1 und dann läuft die Schleife weiter durch. Also im nächsten Befehl werde ich hier das X um 1 erhöhen und dann werde ich hier diesen Wert ebenfalls dann im nächsten Befehl an die Stelle I schreiben. Und dann bin ich mit dem zweiten Schleifendurchlauf fertig. Ich kürze das jetzt ein bisschen ab. Also hier prüfe ich jetzt wieder nach, bin ich denn schon am Ende angekommen? Nein, bin ich nicht. Dann lade ich hier wieder die 2 in das X-Register hinein. Und jetzt möchte ich wieder meine Adresse berechnen. Ja, wie mache ich das? Ich nehme die 2, addiere das S drauf und habe dann hier also in meinem Adressregister S plus 2 stehen. Und dann speichere ich also an die Stelle S plus 2, das ist hier die 2 ab. So, dann wird hier wieder meine Laufvariable um 1 erhöht und dann springe ich hier in den nächsten Schleifendurchlauf, stelle wieder fest, dass ich noch nicht fertig bin mit der Schleife. Und dann kommt der vierte S2A-Befehl, der nimmt jetzt hier die 3, addiert das S drauf, das heißt, jetzt habe ich hier S plus 3 stehen und dann speichere ich also an der Stelle S plus 3, das ist hier diese letzte Zelle im Array, den Wert 3 ab. So, jetzt bin ich eigentlich schon fertig, das weiß das Programm aber noch nicht. Ja, es wird erstmal hier die Laufvariable um 1 erhöhen, dann steht hier in dem i also eine 4. Und wenn ich dann mit dem Sprung wieder in den nächsten Durchlauf hineingehe, dann ziehe ich jetzt von der 4 hier die 4 ab. Das heißt, dann ist hier an der Stelle das x gleich 0. Und da das x gleich 0 ist, wird der BZ-Befehl jetzt ausgeführt. Ja, also der wird jetzt nicht einfach weiterlaufen, sondern der wird jetzt tatsächlich seinen Sprung ausführen. Das heißt, der Branch on 0, jetzt ist in dem x eine 0 drin. Das heißt, jetzt springe ich hier unten zum Stop-Label und dann ist dort der Endbefehl und das Programm ist beendet. Und wie Sie sehen, das Programm kann schon eine ganze Weile laufen, je nachdem, wie lang das Array ist. Und lassen Sie uns jetzt mal hier die Frage stellen, wie lange läuft es denn genau? Was ist denn die Laufzeit von diesem Programm? Wir messen Laufzeit bei der Maschine ganz einfach in der Anzahl der ausgeführten Instruktionen. Das sind dann genau die Takte, ja, die diese Maschine braucht, denn die Maschine macht ja eine Instruktion pro Takt, so haben wir sie ja gebaut. Und die Laufzeit, die dieses Programm braucht, hängt natürlich davon ab, wie lang das Array ist, also was da für ein Wert in dem N drin steht. Wenn das gleich 0 ist, dann komme ich hier gar nicht in die Schleife hinein. Ja, am Anfang habe ich zwei Instruktionen, wo ich das I auf 0 setze und dann ziehe ich von der 0 in dem I nochmal eine 0 ab, die in dem N steht. Dann habe ich eine 0, dann zieht das BZ und ich lande hier direkt bei dem End und das Programm hat nichts Sinnvolles gemacht und hat einfach gestoppt. Dann habe ich hier also 1, 2, 3, 4, dann kommt der Sprung, 5 Instruktionen durchgeführt. Das heißt, bei n gleich 0 ist die Laufzeit 5 Instruktionen. Was passiert denn, wenn jetzt das n gleich 1 ist? Ja, dann laufe ich genau einmal durch diese Schleife durch und wenn ich dann hier wieder zurückkomme, dann werde ich das BZ nehmen und hier unten aufhören. Wir zählen das mal gerade durch. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dann bin ich hier unten bei dem Sprungbefehl, dann kommt hier 11, 12 und dann kommt der BZ-Befehl und der wird jetzt beim zweiten Mal genommen und dann ist hier 13 der letzte Befehl, den ich ausführe, das heißt insgesamt habe ich dann also eine Laufzeit von 13 Takten gehabt. Gut, jetzt machen wir das Ganze nochmal für n gleich 2, da laufe ich hier zweimal durch. Zählen Sie mit, also 1, 2 und dann kommt 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dann bin ich mit dem ersten Durchlauf fertig und dann kommt 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, jetzt ist der zweite durch und jetzt ist es fertig, ja, Länge 2 mit 18 Zyklen habe ich jetzt alle Werte reingeschrieben, wenn ich jetzt hier 19 und 20 gehe, dann springe ich raus, dann kommt hier 21, das heißt, bei n gleich 2 ist die Laufzeit 21. So, und das kann man jetzt natürlich verallgemeinern, wenn die Eingabelänge insgesamt n ist und n ist irgendeine natürliche Zahl oder 0, ja, dann kann ich die Laufzeit hier mit ausrechnen, 8n plus 5, sehen Sie, das passt hier genau rein, also die plus 5, die bezahle ich hier für die Initialisierung und einen Vergleich mit einem Sprung hier unten, dem Endbefehl und alles, was zusätzlich dazu kommt, ja, jeder Schleifendurchlauf, kostet dann nochmal 8, das ist hier also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, so lang ist die Schleife hier. Das kriege ich für jede Zelle in dem Array zusätzlich, das heißt insgesamt 8n plus 5 Zyklen ist die Laufzeit für dieses Programm.
Bei so einfachen Programmen kann man also die Laufzeit noch genau ausrechnen. Ja, eine schöne Formel dafür ausgeben, wie lange das dauert. Das wird bei komplizierten Programmen nicht mehr so einfach sein. Da hängt dann die Laufzeit des Programmes von den tatsächlichen Zahlen ab, die wir verarbeiten wollen zum Beispiel. Und dann wird das Ganze sehr komplex. Wenn wir diese Maschine später dann für Algorithmen verwenden, werden wir das in der Algorithmik auch so gar nicht mehr machen, sondern wir werden die sogenannte asymptotische Laufzeitbestimmung verwenden. Da schaut man sich nur grob die Form an, die die Kurve hat, die Eingabelänge zur Laufzeit in Beziehung setzt. Ja? In diesem Fall haben wir ein lineares Verhalten, das heißt, die Laufzeit wächst linear mit der Eingabelänge n. Und weil es üblich ist in der Algorithmik, die Größe, von der die Laufzeit abhängt, also diese Eingabelänge, in dem Fall die Länge des Arrays, mit dem kleinen Buchstaben n zu beschreiben, habe ich das jetzt hier auch gemacht. Verwechseln Sie das bitte aber nicht mit der Breite der Adress- und Datenregister in unserer Big-Coffee-Maschine. Ja? Hier steht ja auch ein N, das ist ein anderes N. Ja? Das hat nichts miteinander zu tun im Fall des Programms hier, was wir uns angeschaut haben, bei N einfach die Länge des Arrays. Hier ist jetzt also unsere Big-Coffee-Maschine, der Minimalcomputer, der im Prinzip alles kann, was auch ein großer Computer kann. Den können wir beliebig programmieren, allerdings umständlich mit Assembler-Befehlen. Ja? Und das wollen wir natürlich in Zukunft nicht machen, wir wollen es uns einfacher machen. Und da gibt es ja die Möglichkeit, sogenannte höhere Programmiersprachen zu verwenden. Das heißt, sich Programmiersprachen auszudenken, die dann mit Hilfe von einem sogenannten Compiler automatisch übersetzt werden können in Assembler, beziehungsweise in die Maschinensprache. Und wie sowas aussehen könnte, so eine höhere Programmiersprache und wie man die Elemente dieser Programmiersprache übersetzen kann in die Befehle für diese Big-Coffee-Maschinen, das schauen wir uns im nächsten Video an.